Erst die DTM, dann die German Speed Week und jetzt Weltmeisterschaft der Tourenwagen. In der Motorsportarena Oschersleben reiht sich in diesem Sommer Höhepunkt an Höhepunkt. Nach den Stopps in Italien, Frankreich, England, Mexiko und Belgien werden in Oschersleben nun die Rennen Nummer 13 und 14 ausgetragen. Und zum ersten Mal gehen in Deutschland auch Autos der Marke Chevrolet an den Start. Ich finde diese Rennserie für uns als Chevrolet, Louis Chevrolet war ein begeisterter Rennsportler von Anfang an, Anfang des 20. Jahrhunderts, im Radrennsport, dann im Motorrennsport. Und wir übernehmen jetzt wieder das, was Chevrolet einmal gegründet hat und führen das weiter zum Erfolg. Die Veranstaltung hier ist für uns ein Heimspiel. Wir haben also das Glück, dass alle unsere Partner, die wir eingeladen haben, unsere Geschäftspartner, unsere Fanclubs, unser Juniorenteam, die sind alle hier und alle in Chevrolet Blau. Und das sehen wir als unser Heimspiel und unterstützen damit unsere Fahrer und geben denen die Schützenhilfe, dass hoffentlich vielleicht einer auf das Treppchen kommt und dann mit zu den Siegern gehört. Leider ging die Rechnung nicht ganz auf und der Chevrolet-Fahrer Alain Menu kam im ersten Lauf der WTCC nur auf Platz 11. In der letzten Runde verlor er durch einen Zusammenstoß ganze 3 Plätze. Seine Teamkollegen Larinio und Huff kamen auf Platz 17 und 23. Souverän beendete der Brite Prilot das erste Rennen auf Platz 1. Ja, wir haben dieses Jahr 3 Autos im WTCC. Das ist die Welttourenwagenmeisterschaft und wir sind zum ersten Jahr jetzt dabei. Wie gesagt, mit 3 Autos, mit Fahrer Alain Menu, Nicolas Larini und Rob Huff. Die Fahrer werden versuchen, in die Punkte zu kommen letztendlich. Und Alain wird alles geben, um in die erste 8 zu kommen im ersten Rennen. Aber es kann alles passieren, müssen wir schauen, wie es abläuft. Also wir fahren mit Chevrolet 2 Liter Saugmotoren. Das sind die in Deutschland Nubira genannte Fahrzeuge als Basis. Natürlich mit viel Änderungen auf Motor, Getriebe und Aufhängung. Im Zuge dieses sportlichen Auftritts bietet Chevrolet nun auch optische Tuning-Sets für die Modelle Carlos, Nubira und Lassetti an, damit auf heimischen Straßen der Rennsportpuls zu spüren ist. Auffällig an den Tuning-Kits sind sicherlich die in Wagenfarbe lackierten Heckspoiler. Ja, Chevrolet Deutschland hat in diesem Jahr sich vorgenommen, seinen Marktanteil zu erhöhen, seine Bekanntheit medienwirksam auch zu gestalten. Und zu diesem Zweck wurde Oschersleben ausgewählt, da hier die Weltmeisterschaft auch mit Chevrolet ausgeführt wird. Und es soll also hier ein Autokorso der österreichischen und der deutschen Händler stattfinden. Das heißt also, die Fahrzeuge werden von den Händlern direkt hier abgeholt und werden dann auch in einem Korso über die Rennstrecke hier in Oschersleben fahren. Das sind also auch Fahrzeuge, die direkt jetzt hier in dieser Weltmeisterschaft in der WTCC teilnehmen. Sie sind natürlich jetzt hier straßentauglich, aber es ist ansonsten das Grundmodell, was also jetzt hier in dieser Weltmeisterschaft teilnimmt. Wir sind seit 15 Jahren bereits Opel-Händler, haben nun unsere Modellpalette erweitert, das alles im Bereich der GM-Marke. Und ich denke mal, dass es sehr gute Fahrzeuge sind, die auch in einem Preissegment, die sich also dann auch ein normaler Mensch ganz einfach leisten kann. Und ich denke mal, diese Weltmeisterschaft wird dann auch den Leuten zeigen, dass also Chevrolet auch etwas in Deutschland zu suchen hat. Dramatik und italienisches Flair boten die European Alpha Challenge und die Ferrari Challenge. Als Fahrzeug dienten die technisch identischen Alpha 147 GTA Cup und in der Ferrari Challenge konnten Kunden die Strecke mit ihrem Ferrari 360 Challenge unsicher machen. In der FIA GT wurde Meisterschaftssieger Wendlinger im Maserati Zweiter zusammen mit seinem Partner Bertolini. Im Anschluss des Rennens wurde es für den Chevrolet-Fahrer Alain Menu ernst. Es folgten die 2 Läufe der FIA WTCC. Das Qualifying lief gut für mich. Ich bin glücklich mit meiner Runde. Alles lief sehr rund. Es ist nur etwas schade, dass ich in meiner letzten schnellen Runde Verkehr vor mir hatte. Sonst wäre auch Platz 11 drin gewesen. Alles in allem ein gutes Ergebnis und ich hoffe, im ersten Rennen auf Platz 8 vorfahren zu können und dann im zweiten Rennen von Pool starten zu können. So, das ist mein Ziel und wir werden sehen. That's a goal. Now we'll see.
Alain Menu fuhr im zweiten Lauf der WTCC auf Platz 8. Alex Zanardi bewies im zweiten Rennen, dass man durch große Willenskraft auch bei den Läufen zur Tourenwagen-Weltmeisterschaft viel erreichen kann. Der beidbeinig amputierte Italiener gewann mit seinem BMW 320 nach einem 8. Platz im ersten Lauf unter dem Jubel der 41.000 Zuschauer den zweiten Lauf. We'll be right back.